Samstagvormittag nutzte die FPÖ, um in Ockau eine Informationsveranstaltung abzuhalten. Gesa Molnar, Spitzenkandidat der FPÖ im Bezirk Eisenstadt, sprach über die Probleme des kleinen Grenzverkehrs. Ich halte mich ganz kurz. Danke dem Herrn Präsidenten, dass er sich Zeit nimmt, heute nach Ockau zu kommen. Das Thema Sicherheit ist uns natürlich, hat natürlich höchste Priorität und daher möchte ich gleich sofort dem Gesa Molnar das Wort übergeben. Danke für die ausführliche Einleitung. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Parteihauptmann, lieber Norbert, lieber Hans, danke für den Besuch heute in Ockau. Wir durften Norbert Hofer ja schon am vergangenen Montag begrüßen beim bezirksinternen Wahlkampfauftakt und Hans Schürz ist heute sozusagen das erste Mal offiziell im Rahmen seiner Heimvorteltour im Bezirk zu Gast. Wir haben im Bezirk angekündigt, anlässlich der Präsentation unserer Liste, dass wir uns vor allem auch mit Bezirksthemen auseinandersetzen wollen in diesem Wahlkampf. Und es gibt ein Thema, das in immer mehr Gemeinden Probleme verursacht und das ist der kleine Grenzverkehr. Wir wissen, dass in St. Margarethen der Grenzübergang bereits seit einigen Jahren für den motorisierten Verkehr geöffnet ist, mit der Konsequenz, dass die dortige Bevölkerung massiv unter dem Verkehr zu leiden hat. Es ist auch so, dass SPÖ und ÖVP im Landtag beschlossen haben, bis zu 50 weitere Grenzübergänge im Burgenland zu öffnen, unter anderem den in Mörbisch. Mörbisch ist eine schöne, beschauliche, liebenswerte Gemeinde und wir von der freiheitlichen Seite verstehen es überhaupt nicht, dass SPÖ und ÖVP diesen Übergang öffnen wollen und pro Tag um die 1200 Autos durch die Gemeinde donnern lassen wollen. Es gibt mittlerweile auch Probleme in Klingenbach und in Zagersdorf, nämlich aufgrund der zeitweisen Schließung des Überganges in Schattendorf. Das sind sozusagen diese Schleichwegpendler, die sich jetzt andere Wege suchen, um schnell zum Arbeitsplatz nach Österreich zu kommen. Und wir haben jetzt auch schon Bürgerinitiativen entlang der A3 Mühlendorf-Hornstein, die unter dem zunehmenden Verkehr auf der Autobahn leiden. Von FPÖ-Seite haben wir jetzt einige konkrete Maßnahmen und Schritte vor. Ich gehe das jetzt noch Gemeinden durch. Wir werden ab kommender Woche in Mörbisch Unterschriften für eine Volksbefragung sammeln. Wie immer man zu der Frage der Öffnung steht, es ist eine weitreichende Entscheidung und ich halte es für grundfalsch, dass der Bürgermeister sich bereits für die Öffnung ausgesprochen hat und dagegen, dass man die Bevölkerung befragt. Diese weitreichende Entscheidung soll von der Bevölkerung getroffen werden. Wir werden in Mörbisch ab kommender Woche Unterschriften sammeln. Was St. Margarethen angeht, so stellen wir uns mehrere Maßnahmen vor. Einerseits eine zeitweise Sperre des Grenzüberganges nach dem Vorbild Schattendorf, um den Pendlerverkehr weitgehend aus der Gemeinde draußen zu halten. Dann sprechen wir uns dagegen aus, dass die Straße Richtung Grenzübergang weiter ausgebaut wird, weil es dann nur eine Frage der Zeit ist, bis auch der Schwerverkehr durch St. Margarethen donnern wird über die ungarische Grenze nach Österreich herein. Und das Dritte in St. Margarethen ist die Situation entlang der B52. Unser freiheitlicher Gemeinderat vor Ort kämpft dort seit vielen, vielen Jahren um Schutzwege und eine Ampelanlage, ähnlich wie es in Trausdorf, einer SPÖ-Gemeinde, längst der Fall ist. Und ja, da wird es auch Zeit, dass hier Maßnahmen getroffen werden, um an ein paar neuralgischen Punkten eine sichere Querung zu ermöglichen. Was die anderen Gemeinden betrifft, so fordern wir die Bürgermeister und Behörden auf, alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um den kleinen Grenzverkehr vom bewohnten Gebiet fernzuhalten. Und wir unterstützen auch die Forderung der Initiative entlang der A3 für Lärmschutzbauten. Generell muss ich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von den Politikern von SPÖ und ÖVP. Es kommt ja eine erklägliche Anzahl von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern aus dem Bezirk. Und es hat im Landtag kein einziger den kleinen Grenzverkehr bis jetzt zum Thema gemacht. Im Gegenteil, im Rahmen der Verkehrsstrategie haben alle der Öffnung weiterer Grenzübergänge zugestimmt. Man soll nicht versprechen, was man nicht halten kann, aber ich kann versprechen, dass wenn die FPÖ Eisenstadt mit mir den Sprung in den Landtag schafft, dass wir die Stimme all jener Anrainer sein werden in den betroffenen Gemeinden, die jetzt unter dieser Situation leiden und wir werden hier Initiativen dann auch im Landtag setzen, um den kleinen Grenzverkehr aus den Gemeinden hinauszubringen. Dankeschön. Danke, Gesa. Wir fragen dich, wo wir hingehen. Ja, fahr noch raus. Ne? Was sagst du einer, da geht man. Ja, das ist ja die Ocker. Ja.
Da ist er auf der Autobahn mit der 90er gefahren. Ja. Die sind ja früh gebremst, da habe ich das Krieg hochgefahren, aber das ist der Gerhard und die Frau. Das ist ja was. Ich muss hier reden, ich habe so Geld, das ist momentan, aber das war das besser. Ja. 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 Ja.